Willkommen zum neuen Video. Der nächste Teil unserer Abenteuerreise beginnt. Wir verlassen unseren letzten Schlafspot in Finnland. Etwas traurig, dass wir hier schon wieder Finnland verlassen werden, aber wir freuen uns auch riesig, die atemberaubende Natur Nordnorwegens das erste Mal zu sehen. Unser heutiges Ziel ist Kirkenes und die Grenze Jakobslev. Ob wir unseren Zielort erreichen oder uns die norwegische Natur zu vielen Zwischenstopps zwingt, wir lassen uns überraschen. Jetzt geht es aber erstmal die letzten 70 Kilometer bis zur finnisch-norwegischen Grenze auf der 971 Richtung E6 in Norwegen. Laut Wetterbericht sollte es etwas wärmer werden, aber wie ihr seht, ja, ich hoffe, man kann es sehen, es sind nur 10 Grad. Eigentlich sollten sie in der Gegend 14 werden. Vielleicht kommt das noch. Wäre ganz schön. Ich meine, gut, können wir nicht ändern. Ne? Ja, wir haben jetzt noch 30 Kilometer bis zur nächsten oder bis zur letzten Tankstelle. Da werden wir noch mal voll machen, auch wenn es nicht wirklich viel ist. Aber Norwegen ist ja doch noch ein bisschen teurer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und kurz danach müsste dann schon die norwegische Grenze kommen. Leider sind ein paar unserer Videodateien beschädigt, daher nur ein paar Bilder unserer Fahrkamera. Hier ist die letzte Tankstelle mit Shop in Finnland. Der Grenzübergang nach Norwegen ist komplett videoüberwacht. Der Grenzkontrollposten kommt ein Stück weiter die Straße entlang. Hallo, nun sind wir in Norwegen. Ja, der Grenzposten war ein wenig interessant. Ich glaube, es ist, weil wir ein auffälliges Auto haben. Die Grenzkontrolleure hatten sehr viel Spaß, sich das Auto anzuschauen. Ja, ja, sie haben nach Alkohol gefragt, ob wir Zigaretten mit haben. Ja. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass der eine Grenzbeamte doch auch ein Toyota-Fan ist. Da mussten wir erstmal ein bisschen Informationen austauschen, wer welche Toyotas fährt. Inklusive, machen Sie mal bitte die Motorhaube auf, ich möchte mal den Motor sehen. Ja, sowas noch. Super. Muss man halt besondere Autos fahren, um solche Erlebnisse Grenzen zu haben. Sie waren super nett und war auf jeden Fall mal eine Erfahrung. Ja. Auf jeden Fall sehr lustig. So. Ja, jetzt die Olburggasse weiter nach Kirkenes. Genau. Ask you why, but you never say a thing. Want to hold me tight, I feel I'm gonna bleed. And even though your eyes will not talk about me, I
I feel like I have changed since you decide to leave. But won't you hold me tight again? No, 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 no. 'Cause I know when I close my eyes, you're someone. Das ist also dritte Ausfahrt. Ja, ja. Entschuldigung. Das ist auf dem Weg zur Grenze Jakobsweg. Schon massives Berg, was auch immer, Felsgestein, was auch immer das nennt. Aber es sieht schon heftig aus. Bergmassiv. Ist natürlich leider das Wetter nicht so, dass man das alles komplett sehen kann. Ist also ziemlich wolkig, ne? Aber das Ding ist schon heftig.
sind an der Grenze Jakobsløf in Norwegen. Das ist direkt an der Beringsee. Eins von beiden, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich will mal dahin schauen, wo Rebecca gerade steht. Ziemlich weit oben. Zumindest haben wir eben schon mal einen Wal gesichtet. War leider nicht schnell genug zur Kamera, der Wal wieder verschwunden. Ist schon eine raue See hier oben. Aber eine herrliche Aussicht. Leider ist das jetzt hier nicht, um die Kamera so zu sehen. So, dass die sich, Wolken hängen tief. Hinten gibt es auch so Klippen und begrünte Felsen. Sieht schon stark aus. Da oben steht sie. Am Ende der Welt. Häuschen zu sehen, Heinzer Sandstrand und irgendwo hier hinten ist die russische Grenze bzw. der Übergang. Hallo! Die Wale sind schon wieder weg. Ich habe noch keine wieder gesehen. Schade. Ja, ist das schön. Ja. Ja, das ist eine andere Farbe, ne? Ja. Ja, stimmt, da die gelben Pfosten auf der Wiese hier rechts hinterm Strand, da sind Grenzpfosten. Nein, da ist die Grenze. Ja, da sind die Grenzpfosten und da ist dann Russland. Also da oben auf dem Berg diese kleine Station und das weiße Kirchlein oder was das ist auf der Küstenspitze da ist auch Russland. Aber jetzt sind wir mal ganz vorne hier. Weiter geht's nicht mehr, dann kannst du reinhüpfen. Das eiskalte Meer. Rebecca ist schon wieder zurückgegangen. Hier war als erstes hier unten. Hier sind überall in den Felsen kleine Schwimmbecken. Ich habe die Vermutung, wir haben gerade Ebbe. Oder wir haben die Vermutung, weil wir hier an die Felsen schauen hier hinten. Das ist ein bisschen aufpassen, wo man langläuft hier. Da hinten an den Felsen unten überall die Algen. Und diese schwarze Kante, dass das Wasser vielleicht normalerweise viel höher schlägt. Zumindest so hoch kommt, dass die Algen bedeckt sind. Das ist die Vermutung. Und bei starkem Wind dann dadurch hier oben die Pfützenbildung entsteht. Und da wir keine Seemänner sind, haben wir davon nicht viel Ahnung. Aber es ist schon rotes Gestein, graues Gestein. Hier haben wir irgendwelche Erz- oder kristalldurchzogenen Steine. Und nicht ein Seeigel. Da liegt ein Seeigel. Wo ist da aber? Ja. Ein ganz kleiner Seeigel. Der sieht schon kaputt aus, wahrscheinlich. Ich kenne mich da. Ja, Norwegen hat halt diese extrem spektakuläre Landschaft. Dafür merken wir halt auch unheimlich, Finnland war extrem ruhiges Land. Und seitdem wir in Norwegen sind, gut, hier oben sind natürlich die Straßen eng, aber viel, viel mehr Touristen, viel mehr Verkehr. Gefühlt alles etwas hektischer. Das ist die Beringsee. Ziemlich kalt heute hier. Wir haben 9 Grad und immer noch nur. Und es ist recht windig. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg von Grenze Jakobsløf, genau, Grenze Jakobsløf nach Kirkenes, wahrscheinlich in Hafen, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Und da halt eine Nacht zu nächtigen.
der Weg hier ist einfach so affengeil. Die Straße ist zwar holprig, aber das interessiert uns nicht. Das Auto sieht aus wie Sau. Alleine durch den Schotterweg da hinten in Finnland 2.500 Kilometer gefahren und davon bestimmt auch, ach wie viel, ich bin sehr viel Schotterweg. Wir sind bestimmt 300, 400 Kilometer Schotterweg gefahren. Dass das Auto nicht einmal dreckig. Lasst euch überraschen, was wir noch alles in Norwegen entdecken. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.